Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Catherine. Immer mehr Schafe. Naja, armer Vincent. Aber geschieht ihm ja auch irgendwo recht. Seems you're getting used to the machine-based traps as well. Hey, what's up with those sheep that attacked me? Ah, yes. There are many sheep like that now. They've lost their sanity. If you lose your mind, all you have left to lose is your life. They don't exist in the real world anymore. You serious? This is the ninth question. What would you do if you found out that your significant other was cheating on you? Wenn dieser Which one? jemand, mit dem ich zusammen bin, mich betrügt, was mache ich? Mich trennen This oder one? dafür sorgen, dass sie aufhören, sich mit ihm oder mit ihr oder was auch immer, warum denn nicht auch mit beiden, I don't know. zu treffen? Ja. Which one? Ich. Keine Ahnung. Ich selber. Kein Plan, noch nie die Situation gehabt. This one? Aber. Wir gehen zu Britt und klären das. Don't know. Nein, wir gehen zu Calvas, da hat man mehr Zeit. Which Ich one? denke, dass Kay Catherine mit dem Schluss machen würde. So. This one? Ja, auch nach dem Motto, so hast du deine Chance gehabt, jetzt hast du es hast verkackt und dann ist Schluss, aus, Ende. I don't know. Catherine, also sie Catherine vielleicht noch mitmachen. Which one? Nee, jetzt mal, sie Catherine ist ja auch. Sie droht einem zwar immer. Das This ist one? ja noch irgendjemand. Und dann guckt sie immer so psychohaft an. Aber ich glaube nicht, dass sie dann Schluss machen würde. Sondern einen irgendwie dazu Damn, I don't bringen, know. einen auf welche Art und Weise auch immer, zu überzeugen, dass man sich mit ihm oder mit ihr nicht mehr trifft. Which one? Und ich würde sagen, dass Kay Catherine mit am Schluss macht. This one? So, dieses ist ja so das typische Szenario. Du hast mich betrogen, ich mach Schluss mit dir. Und dann I don't macht man know. das am besten gleich auf Facebook, mit dem man den Beziehungsstatus ändert. Which one? Entschuldigung, ich bin zu sehr im Internet in letzter Zeit. Ja, ich sag, dass Kay Catherine Schluss mit This one? einem macht. Und C. Catherine wäre, dass man das Ganze abbricht. Don't know. Hoffe ich doch. Ha? Tatsächlich. Ich denke mal, das würden die meisten machen. So that's the one you chose. I see. Oh yes, you're in the middle of the clock tower stage. From the next section on, your trials will get longer and longer. But you're running out of time. Na. Then hurry the hell up. I'll get out of here before the night is over. Very well. I'll take you to the next level. Naja, ich denke mal, Beziehung beenden ist auch das, was die meisten Stimmen bekommen hat. Oh, wir haben ja jetzt dieses bei YouTube, dieses komische Insights-Ding wurde ja aktualisiert. Ich habe 51% weibliche Zuschauer. Ja. Ganz überrascht. Ja, Break-up. Ich war gerade wegen den Farben verwirrt, aber. Okay. 51%, das ist. Ich finde, das ist relativ ausgeglichen, mich ganz überrascht. Aber naja. Lauf schneller, Vincent. Wir sind bald oben. Bald haben wir es geschafft. Ich will gar nicht wissen, was da für ein Monster beim nächsten Mal ist. Na. Use the items to your advantage and reach the door before you lose your footing. Das ist eigentlich genau das, was wir vorher schon die ganze Zeit gemacht haben, lieber Erzähler. Commencing Area 3. Are you ready? Nee. Ich komme ja jetzt schon nicht rauf. Ach doch. Das könnt ihr nicht machen, schon gleich am Anfang sowas. Das. Nee. Eine Bibel. Eine. Was war das? Das war keine Spinne, oder? Nee, wahrscheinlich eine Ameise. Das war eine Spinne bei Catherine. Die spinnen zwar alle ein bisschen, aber nein. Ich habe ja auch. Ich erzähle in letzter Zeit sehr viel von Resident Evil. Ich habe ja bis heute Angst vor diesen Spinnen, ja?
Ist das nicht so? Keine Ahnung. Echt, ich habe diese panische Angst vor diesen fetten Spinnen. Ich weiß ganz genau, wo sie kommen. Ist ja alles auch an sich kein Ding. Okay, ich finde Ameisen jetzt auch nicht so viel hübscher, aber... Hopp da! Aber diese Spinne... Nee, der ist vorbei. Ich brauche den anderen Block, glaube ich. Schieben wir doch unten nach. Okay, hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Nein. Okay. Ja, mach das mal. Nee, echt, bei Spinnen krieg ich schon Kollaps. Oh, Eis. Hallo, Eis. Geld. Ja, ich zieh erstmal raus. Kommt ja jetzt eh noch nicht so ran. Nein. Ja, nee, bei Spinnen ist alles vorbei. Auch bei sowas wie zum Beispiel Legend of hier, Twilight Princess. Im ersten Dungeon gleich diese Spinnen. Da ging ja gar nicht. Ich dachte, das Spiel mich verarschen. Das war auch für. Das war ohne Scheiß für mich einfach schwerste Dungeon. Wegen diesen Spinnen. Das geht gar nicht. Naja, wir sind Schafe und Ameisen dann doch ein bisschen lieber. Vor allen Dingen die Schafe. Die sind weich und flauschig. Und wenn es sind jetzt weniger. Ich brauchte. Nee, oder? Komm ich so hoch? Ich hoffe doch. Ich glaube, ich. Gut, dann vielleicht hat man einen Step-Bonus, aber. Geld. Oh oh. Das Eis blättert dann ja auch weg, ne? Ja. Das war jetzt auch gar nicht unvorteilhaft oder so. Nein. Eigentlich möchte ich das nochmal starten, das Level. So ein bisschen. Hm. Naja. Aber bestimmt habe ich mir ja alles ja gerade richtig schön verbaut. Ich sehe es schon. Naja. Ameise. Stirb. Du bist hart hässlich. Geld. Meine Lieblingsblöcke. Und dann das Ganze nochmal wieder. Okay. Ja, zieh mal raus müssen. Das kann ja nicht schlimmer werden. Doch, wenn man im falschen Moment Kreis drückt. Nein, wir fangen von vorne an. Schade. Naja, ist ja auch. So eine Folge ist auch viel zu kurz, wenn man keine Fails hat, ne? Das ist ja auch nur mal 13 Minuten lang. Blöd. Ist ja immer noch das Kissen hält. Klar, ich meine, das ist wahrscheinlich auch das, woran man ihn erkennt, aber. Was ist ja wichtig, ihn rausziehen? Macht das irgendwas besser? Wahrscheinlich nicht, aber. Ja, wie zum Beispiel Orlando da sein Hut hat. Das Orlando da, das irritiert mich auch noch sehr, sehr stark. Aber gut. Irgendwann kommen Johnny und Toby auch noch. Sag ich euch. Stirbt. Und Erica. Ich dachte, ich bleib bei meiner Theorie, dass Erica ein Kerl ist. Achso, ich hatte ja einfach. Ich bleib dabei. Erica ist eigentlich ein Kerl. Eric. Nein. Nochmal zurück. Hm. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein, ne? Achso, ich kann ja auch einfach den hier rausziehen, ne? Ja. Sag ich doch, das kann nicht so schwer sein. Jetzt reiße ich da auch nicht so viel mit runter. Ja, ich bin amazing, ich weiß. Dann habe ich den Block noch übrig und dann kann ich den da hinwerfen. Denn da habe ich ja eben gedacht, dass ich mir das verbaut habe. Aber. Ha! Nein! Ich doch nicht. Ich bin Blockmaster. Und zwar nicht Minecraft-technisch. Ich spiele Minecraft gar nicht mehr so oft. Irgendwie.
nicht mehr so wirklich Lust auf das Spiel. Machen wir mal ganz kurz an, du. Nee, okay. Musst du kurz nachgucken, wie viele Blöcke da noch sind. Habe ich vergessen. Also ich habe geguckt, aber ich habe vergessen, wie viele Blöcke mir da noch fehlen. Deswegen. Ein kleines bisschen ungünstig, aber... Na, nichts weltbewegend Schlimmes oder irgendwie so. So. Dann geh hier mal runter. Schnapp dir das Geld und werf da mal... Nein. Dreh dich um, genau. Hau da deinen Block hin und dann... aktivieren wir diesmal nicht den Block. Renn da hoch und dann zur Seite, genau. Eisblöcke, da ist jedes Mal Schweißausbruch bei mir angesagt. Das war knapp. Ich glaube, genauso knapp wie sonst auch, aber aus so einer Kameraperspektive, da finde ich das wesentlich schlimmer. Ich hoffe auch, dass ich diesmal nicht mehr runterfalle. Das war ja ganz dumm. Oh, Ameise, stirb. Ich mag die Ameisen nicht. Habe ich auch schon mal gesagt. Die dicken Schafe sind ja eh die besten. Die mit ihrem... die Schwarzen da, die Grauen. Die Schwarzen, die Bösen. Das war jetzt sehr rassistisch. Zumindest klang es so. Ich bin nicht rassistisch. Ich bin das eigentlich... Ja, ist eigentlich egal, oder? Ob ich das so mache. Jetzt haben wir den hier. Die... Nein! Ganz ruhig, Vincent. Ganz ruhig. Da komme ich im Leben nicht wieder hoch. Gut. Machen wir nochmal. Oh, das war... egal. Von der anderen Seite macht es wahrscheinlich auch nicht besser. Ja. Dann kann ich den hier rausschieben. Und wenn ich den hier rausschiebe, dann werde ich da fast zer... Nein, das bringt mir nichts. Toll. Ich werde jetzt hier Ewigkeiten festhängen. Auf ewig, meine Damen und Herren. Ich gehe nochmal rüber. Möchte ich das? Nee, jetzt bin ich ja in derselben Ausgangssituation wie eben. Nee, die war doch ein bisschen anders, aber ich bin trotzdem nicht weiter. Wenn ich jetzt den da dann schiebe und dich nach vorne. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Merkt man das? Nee, ne? Ich will doch nur... Ist das, was man Controlled Demolition nennt? Ja, ne? Ja. Ich hab doch keine Ahnung. Gut. Ich versuch's jetzt schon x-mal auf diese Art und Weise. Ich müsste eigentlich nur einen Block höher kommen. Huch. Eigentlich eben auch in der Situation. Das sackt doch echt. Vielleicht Karte klettert er auch schon zurück. So. Machen wir von der anderen Seite. Vielleicht ist das ganz ruhig. Einfach so eine Seite, wo mir das nicht ganz so gelingen will. Wenn ich den jetzt hier rüber schiebe, ne? Dann macht das auch gar nichts. Meine Step-Anzahl verloren. Ich drehe mich im Kreis. Beziehungsweise im Viereck. Komme ich jetzt ja nicht mal mehr rüber. Ah! Ich hab's! Oh mein Gott! Ich hab's! Ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich hab's! Nee, da wird er noch nicht ganz. War hier eigentlich noch was? Oh, Geld, ja. Oh, ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Das werde ich mir auch nachher definitiv nochmal ansehen. Ach, die Wand, so eine ähnliche Wand kenne ich. Die gab es auch in diesem Babel-Ding. Auf jeden Fall. Wow.
Das sackt. Toll. Jetzt wird das Spiel ja endgültig fies. Dann muss ich den darüber. Nein, du gehst da hoch. Dann schubse ich den darüber. So, dann fehlt mir nur noch der eine Block da. So. Ja, ich weiß auch nicht, wie du es geschafft hast. Aber es ist geschafft. Brainstorming. Jetzt habe ich den Anfang von Borgia verpasst. Nein, das war es mir wert. Das war es mir definitiv wert. Komm schon, Gold. Ich möchte jetzt nicht Silber. Oh, Gott sei Dank. Ich habe dir jetzt leider gar nicht zugehört, weil ich dich weggequatscht habe, aber. Ich will gar nicht wissen, wie die auf schwer ist. Ich habe mal die erste Stage auf schwer gemacht, ne? Mhm. Ist klar. Da hat es dann auch aufgehört. Das ist genauso wie. Wer von euch kann im Französisch sprechen? Ja, ich hatte 4 Jahre lang Französisch. Damit endet meine Aussage. Hey! It's for real? I don't cheat. I don't go out and party. And the woman I love is... And I get these nightmares too? This sucks. Ich hab seinen Namen vergessen. Nein, ich hab seinen Namen vergessen. Nee, ich jetzt... Keinen Scheiß, ich hab seinen Namen vergessen. Wo ist Toby? Der fehlt hier noch. Wait, there's more? I'm gonna throw my back out. I'm glad you made it up all right. It's like my hands are just moving on their own now. I don't know how I got so good at climbing this stuff. Aber jetzt... What the hell? Was machst du denn hier? Oh Gott, nein. Rennt ihr jetzt alle hier, oder was? Do you feel it? It will be coming soon. For me. It's myself. Ah. It's me in doll form. With holes for my eyes, ears, nose, mouth. And it doesn't even chase me. It's a version of me who doesn't do anything. Who can't do anything. I would rather fall into oblivion than have to see that. Oh, come on. Anyway, let's try and come up with some techniques. Oh ja. Why don't we exchange some information? Tue ich doch. Sure. Here's something that I came up with. Allow me to explain Inazuma. Okay. When you're climbing a flat wall with 3 stones in a row, use the pulling out blocks and hanging techniques. Ja. If you repeat the same pattern, you can climb in a zigzag without collapsing the wall. Perhaps you already figured that one out though. Yeah. Hey, maybe this is related to your technique. This is a variation of Inazuma. Sind nicht verwandt, sondern verschwägert. You can climb flat walls with 4 stones in a row in the same way. The technique lies in moving the stone to the side of the wall you'd like to travel up and creating a stepping stone. I see. You're quite something. Yes, oh, what an elegant move. Naja. Hello. Hi, Justin. This guy's come up with several techniques. It proves what kind of man he is. They're not new, but they're all logical and useful. That's the mind of a leader. I guess my business experience is paying off. It really does feel good to help out others. Okay. Hey. Mit dir möchte ich nicht reden. So du Schaf schon wieder. The big one is coming up. Maybe I'm at the end of my rope. The big one? For me, it's my wife, Sophie. I as good as killed her anyway. She has every right to be angry with me. If she's the one who kills me, then I don't mind. Oh Gott, nein. You just giving up? Oh, right. I knew I recognized you. You're the one from the bar. I gotta pull myself together if I told you that much. All right. I'll go have a chat with Sophie. Da hat uns jemand erkannt. Gut gemacht, Morgan. Hallo, ich weiß jeden Namen außer sein. Da fällt mir auch auf Verrecken jetzt nicht ein. Dabei habe ich die vorhin noch aufgezählt. Naja, die habe ich schon. Archie! It's up above.
Wer, deine Mutter? Oh, ach ja. Ach, Entschuldigung. Tired of this life of running. Hey. Mother's hands. Oh, it's so cold. It's so cold. She never let me wear clothes. Instead of dragging myself through hell. Maybe it's better just to die here. Whoa. Oh, of course it is. What? Fuck, you don't know anything. Oh. I'm a bad man. I hurt women, my boss, everyone. Was das eigentlich? I just want a normal life. See? I want to live. I'll climb. Like there's no tomorrow. If we both survive, we'll meet again. Was ist eigentlich mit Todd passiert? Hey. Naja. Achso, mit dir habe ich auch noch gar nicht geschnackt. Damn it. Hey, it's you again. Damn it. Why did he go away all of a sudden? Where did he go? Hey. Shut up. I can hear you. Sorry. Yeah, I understand. Been chased around by weird monsters every night. Well, go. There's another big one waiting to greet you tonight. Ja. Das mit seiner Mutter war eigentlich mehr Gag, aber ich hatte vergessen, dass das ja wirklich sein Problem war. Ups. Naja. Du hast Schaf, hat immer noch keinen Namen. Kann ich auch nicht einordnen. Orlando, hab deinen Namen vergessen. Side-Character, ehrlich mal. Die anderen Leute hier. Und das dicke Schaf. Gar kein Aggro-Schaf diesmal, das hier vorne steht. Warte, das übernimmt Vincent mal, der alte Hämpfling. Verprügelt sie alle mit seinem Kissen in einer epischen Kissenschlacht. Ja. Und damit mit diesem hässlichen Gargoyle-Whatever-Viech verabschiede ich mich und dann tschö. Bis zum nächsten Mal.